Hallo, liebe Freunde der Fingerfarbe und willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, machst du doch mal was mit Portal, hast du ja noch nicht genug. Deshalb befinden wir uns jetzt hier in Aperture Tag. Das ist eine Mod, die allerdings eine Kleinigkeit kostet, aber wirklich nicht viel. Die Meinungen auf Steam sind größtenteils positiv. Es gibt ein paar kritische Stimmen, die sagen, naja, man kann bessere Mods und kostenlose Mods bekommen. Da fiele mir jetzt Portal Stories Mel ein, was es ja auch schon gibt hier auf meinem Kanal. Aber ich bin bei dem Ding hier trotzdem optimistisch, dass das auch so seine Qualitäten haben wird. Ja, aus dieser Aussage lässt sich ableiten, ich spiele das Ganze blind. Möchte aber an dieser Stelle unbedingt auf meinen Partnerkanal hinweisen. Das ist der liebe Sora, der das auch schon in einem Let's Play behandelt hat. Und so viel darf ich, glaube ich, verraten, das Ganze nicht blind gespielt hat, aber der kann euch jede Menge Nerdwissen zu Portal erzählen. Der hat nämlich mehr Portal gespielt, als es überhaupt Portal gibt. So, wenn ihr also jeden Winkel und jedes Fitzelchen in solchen Spielen beleuchtet haben wollt, dann schaut gerne bei ihm rein. Er hat es ja auch vor mir als Let's Play gemacht, also hat er natürlich das Vorrecht, aber wer jemanden sehen will, der es blind spielt und der hier und da mal seinem Namen gerecht wird, dann bleibt gerne dran bei mir. Ich habe schon alle Einstellungen getroffen, die es hier geben sollte, habe mal eben alles auf Maximum gestellt. Wenn es also gleich nur noch ruckelt, dann sollte ich drüber nachdenken, warum mein Rechner ein, wie viele Jahre, jetzt gerade 5 Jahre altes Spiel nicht mehr hinbekommt. Aber beim normalen Portal klappt es ja auch. Also, gehen wir mal rein. Ja, los geht's. Jetzt bin ich übrigens gespannt, ob das überhaupt deutsche Sprache hat. Es gab in den Audiooptionen Deutsch auszuwählen. Wenn das hier aber nur auf Englisch rüberkommt, dann mache ich gleich die Untertitel an. Damit auch jeder alles versteht. Vor allen Dingen ich. Haha. Los geht's. Na los. Aha, ich kann mich hier schon ein bisschen bewegen. Oh. Hello and welcome to the Paint Gun Testing Initiative. Ja, da geht's ja schon los. So. Aufgepasst und mitgehorcht, von wegen, ne? Machen wir also mal die Untertitel. You have been in hibernation for 9999. That doesn't seem right. Well, it doesn't really matter. Please leave the restroom whenever you are ready. So, jetzt hoffe ich, dass beim nächsten Monolog dann die Untertitel kommen. Soweit habe ich noch verstanden, dass ich wieder mal lange gepennt habe und hier aus dem Klo komme. Das sieht man ja auch. I know that bed might look comfy. Aha. But we've got much to do, so please exit your room. Fancy. Ja, jetzt sind die Untertitel da. Und ich wollte gerade noch sagen, das fängt ja genauso an wie Portal 2, ne? Ist eigentlich irgendwie der gleiche Raum. Und wir sind aufgewacht. Jetzt kommt wahrscheinlich eine Menge Dialog, deshalb, oder Monolog, deshalb quatsche ich mal gar nicht weiter rein. You know, I don't even know why they even bother giving you a bed. They will drag the test subjects into the stasis chambers anyways. Ja, ja. Logik, ne? Da gehen wir gleich runter. Natürlich wird erstmal überall geguckt, ob noch irgendwo anders eine Alternative besteht. Ich habe derzeit noch gar keine, weder Portal Gun noch irgendeine Gun. Aber um es mal vorwegzunehmen, ich bin jetzt noch gar nicht auf den Inhalt des Spiels eingegangen, aber ich glaube, das ist jedem klar, der das jetzt hier guckt. Aber wem es nicht klar ist, man hat hier keine Portal Gun. Sprich, man schießt nicht so, wie eigentlich das namensgebend ist für dieses Spiel Portale, sondern man hat eben diese... Oh. Nee, bevor der mir wieder reinquatscht. Man hat hier die... Wie heißt die eigentlich? Paint Gun wahrscheinlich.
Sprich, man schießt die Farbe aus Portal 2. Oranges gilt zum Beschleunigen, blaues gilt zum Springen. So. After long periods of hibernation, the human body loses some of its strength. So, before we get to the paint gun testing, we should do some warm-up testing. Don't worry, nothing too difficult. Ich hab das Gefühl, das läuft hier auf ein Tutorial hinaus. Na dann. Ho ho ho. Testing hasn't officially begun yet, so we're free to talk without anyone listening in on us. But your profile says you're not an early bird, so I understand if you don't want to talk at the moment. Das Spiel scheint mich sehr gut zu kennen. Okay, ich verlasse mich drauf. Schätze mal, hier geht's sowieso runter. Ich setze jetzt einfach auch mal alle Elemente aus Portal 2 voraus, dass ich das nicht mehr lange erklären muss. Oh. Ja, wie man sieht, gibt es hier auch Portale. Die sind dann allerdings automatisch gesetzt. Ich denke nicht, dass ich irgendwann welche setzen werde. Ja, wir haben zum Beispiel Würfel, wir haben Knöpfe. Nicht wahr? Ich denke, das erklärt sich von selbst, selbst wenn jetzt jemand noch gar keine Portal-Erfahrung hat. So, okay, jetzt habe ich hier ein automatisches Portal gemacht. Das ist allerdings wieder genau da oben, wo ich schon war. Ah, es gibt noch einen anderen Strahl, okay. Hier wird so einiges getriggert, da muss man sich dann wohl einfach drauf verlassen. Oh, das sind die alten Geschütztürme, die man zum Beispiel auch in Portal Story Smell, aber ich glaube auch im Portal 2 Hauptspiel irgendwann mal angetroffen hat. Sprich irgendwie aus den, keine Ahnung, 50ern, 60ern. Wenn ich jetzt hier vorne hintrete, bin ich wahrscheinlich hinüber. Oha. Also, töte es, bevor es dich tötet. So, das sind die Sprungfedern. Oh, okay. Und hier haben wir eins meiner beliebten Laserrätsel. Du sagst mir doch jetzt nicht jedes Mal, was ich mit diesem Würfel machen kann. So, okay. Ich müsste jetzt hier... Ach, da ist die... Ich nenne sie mal Paint Gun. Wird sie ja wohl sein, obwohl sie doch sehr ähnlich der Portal Gun aussieht. Vielleicht komme ich auch gar nicht ran. Vielleicht ist es so wirklich eine Portal Gun, die mich nur teast. Also. Ach, ich habe ja zwei Würfel. Na dann. Ich muss auch die beiden da treffen. Also bei solchen Laserrätseln ist es ja normalerweise so, dass man alle Empfänger oder alle von den Verlängerungsdingern hier treffen muss und dann zum Schluss den Empfänger. Ja. I know this experiment will go without any problems. I can see it in you. Pick up the device and let the vacuum delivery system take us to the first test involving paint. So, das Vakuumsystem ist da oben, also sobald ich das einsammle, saugt es mich wahrscheinlich hoch. Jawohl. Oh. Oh. Wo ist denn hier vorne? So. Aha, da haben wir schon die Farbe. Sie wackelt lustig hin und her. Okay, I know you're wondering what you are holding. Don't worry, it'll all make sense as we progress. Let me see. There. Okay, just go through the door now. So. Ich drücke jetzt gerade die Schusstasten, da geht noch nichts. Natürlich wollte ich es schon mal ausprobieren. Mhm. Süßes Testbild. Okay. So, hier, das heißt doch vermutlich, dass die Farbe hier auch nicht durchgeht. Dass das so ein Grill ist, der die... Ups. Alright, why don't you try firing your gun? See what happens. So. Blup. Okay. Also, mit links schießen wir blaues Gel. Blaues Gel lässt uns deutlich höher hüpfen. Das
deshalb können wir Hindernisse überwinden. So einfach ist das. You solved that really fast. Now, this next chamber should offer more of a challenge for us. Da muss ich hoch. Kann ich dann hier wohl... Aha, man kann auch nicht überall Gelheilen machen. Auf dem Holz hier oder was das ist, geht's da am besten. Ich bin jetzt hier also in Etappen hoch. Das geht jetzt, glaube ich, noch ohne Orange. Kann ich überhaupt schon? Nee, ich kann noch gar nicht Orange schießen. Es wurde noch nicht eingeführt. Okay. Vielleicht... nee, so geht's auch nicht. Jetzt habe ich da nur die eine Strebe blau gemacht, aber ich glaube, das würde nicht reichen. Ich denke, es reicht, wenn ich einfach nur von der Stelle hoch genug springe. Jawohl. Very good. Nice. Okay, maybe it's time to introduce myself. I'm Nigel, and I will be your testing associate for this testing track. Glad to meet you. Test subject name here. Guess you forgot to fill that in. Don't worry, I'll get that checked. Ich glaube, der wird auf meinen Namen noch kommen, wenn ich das erste Mal versagt habe. So. Wah! Oh. In case you haven't noticed yet, that green field, the Aperture Science Paint Gun Activation Field, also known as Fizzler, will activate and deactivate your paint gun. Vor allen Dingen ist es ja nicht nur grün, es ist ja von der anderen Seite. Ich sag nichts. Nicht grün. Ich habe ein schlechtes Gespür für Farben. Wenn ich jetzt rosa sage, ist es lila. Wenn ich lila sage, ist es rosa. Also, denkt's euch selber. So. Okay, 1 von 16. Was ist denn da aktiv? Ich soll das Wasser nicht trinken. Schade. Das wäre jetzt eigentlich meine größte Freude gewesen. Naja. Gut. Hüpfen wir mal darüber. Man muss ja auch noch so ein Gespür dafür kriegen, wie weit diese Knarre schießt. Also die... Ah, doch, ziemlich weit. Ich hätte gedacht, das unterliegt mehr der Schwerkraft. Aber das Feuer ist ganz schön weit raus. Okay. Ups, wo will ich eigentlich hin? Da drüben irgendwo? Ah ja. Hier geht es wahrscheinlich von einer Seite auf die andere rüber. Ups. Ich muss übrigens mal dazu sagen, diese Mod, die hat mich jahrelang nicht gereizt, weil ich irgendwie... es eben dem Namen des Spiels entsprechend viel interessanter fand, die Knobeleien mit diesen Portalen rauszubekommen. Und ich fand... Na! Das war jetzt fies. Und ich fand halt die ganzen neuen Testelemente, die sich vom ersten Teil zum zweiten Teil da weiterentwickelt hatten, beziehungsweise neu eingeführt wurden, die fand ich alle im Zusammenspiel total toll, aber die Gele fand ich nicht im Speziellen jetzt besonders toll, deshalb hat mich die Mod eigentlich nie gereizt. So, wo geht's jetzt hin? Darüber? Aber, irgendwann habe ich festgestellt, das kennen wir auch, von rechts nach links sozusagen rüberhüpfen, rüberbouncen. Irgendwann habe ich festgestellt, dass für mich ein großer Reiz oder ein Spaßfaktor von Portal 2 eben auch das Tempo ist, was man aufbaut. Sei es, wenn man jetzt irgendwo runterfällt, irgendwie durch Portale fliegt oder eben auch sich durch Gele schneller oder höher bewegt. Und insofern, ja, ist das doch gar nicht so schlecht. Also ich glaube schon, dass ich hier Spaß haben werde. Fühlt sich jetzt jedenfalls schon so an. Und es wird ja noch sehr viel komplexer. Und da oben kann ich auch schon was hinmachen. Ich komme tatsächlich sehr hoch mit dieser Knarre, also... Wie viel mag das sein? 20 Meter oder so? Die ich jetzt mal eben aus dem Stand hier da oben hinschieße. Man glaubt gar nicht, dass das klappt. Das sieht noch so weit weg aus. Oh! Gerade so. Ah! Sowas ist ärgerlich. Wenn er dann zum Schluss immer... versagt. Jetzt müsste es klappen. Jawohl. Okay. Ach du Scheiße, ja, okay. So, jetzt machen wir den großen Sprung und da unten haben wir ja noch blau. Eigentlich nur durch meine wilden Experimente. Obwohl, nee, da hätte ich mir normalerweise ja auch blau gesetzt. So, okay. Dann haut das hoffentlich hin. Oh, eieiei. I realize that painting is all good and fun, but cleaning that stuff up is horribly expensive.
So just please only spray where you think is necessary. Our Aperture Science sentient washing servos will thank you. Als wenn, haha. Ich kann's nicht versprechen. So. So, ich habe natürlich auch keine Vorstellung davon. This is the Advanced Jumping Training Course. It will teach you, ideally, how to navigate through future test chambers. Ich habe keine Vorstellung davon, wie lang diese Mod so sein wird. Das spielt natürlich auch so ein bisschen in eine Bewertung mit rein, ob man es nur gut findet oder nicht. Aber ehrlich, für mich ist es nicht der allerwichtigste Faktor. Also solange man in kurzer Zeit Spaß hat, reicht mir das auch. Und ich kann mich mit Spielen schon lang genug aufhalten. Wo andere sagen, da bin ich in 8 Stunden durch gewesen, dauert es bei mir 15 Stunden und ich habe halt trotzdem Spaß. So. Springen, falls nicht automatisch. Gut, also die Formulierung ist etwas merkwürdig, aber ich weiß, was gemeint ist. Allerdings, naja doch, das wird wohl auch noch klappen. Ja, so. Ach, hier ist schon ein Klecks. Oder kam der gerade von mir? Okay. Also man muss hier auf jeden Fall, da man ja sehr weit schießen kann, merkt das auch jetzt schon, in größeren Dimensionen denken. Also man muss schon mit einberechnen, was man in 20, 30 Meter Entfernung erreichen kann. Sowohl mit der Farbe, als auch wenn man dann dahin springt. So, ich hoffe, das klappt jetzt. Ist ja nur ein Teststrecker, hat er gesagt. Haha. Okay. Oh. Was ist denn das hier? Hier kann ich nichts hinwerfen. Das heißt, ich soll erstmal darüber. Okay, je größer die Fläche, desto mehr dauert es natürlich seine Zeit, das hier alles blau zu kriegen. Und er sagt noch, ich soll nicht zu viel blau machen. Naja, muss ich dann wohl manchmal. So. Ja gut, jetzt haben wir da einen Knopf, aber außer draufstehen ist da eigentlich noch nicht viel mehr. Muss ich mal gucken, was er auslöst. Okay, kann ich jetzt blau machen? Hilft mir aber eigentlich nichts. Achso. Habe ich den komplett übersehen? Oder kam der gerade? Bitte mal alle zurückspulen und gucken. Ich habe es irgendwie nicht wahrgenommen. So, jetzt werde ich da wahrscheinlich von der anderen Seite runterrutschen und dann springen. Ich mach's jedenfalls einfach mal. Jawoll. Nicely done. I love that final jump. Looks really fun. Sometimes I wish I had legs so I could do what you do, but then I remember the other things we do to test subjects. I probably shouldn't have said that. Don't worry, I'm sure you'll be fine. Naja, das schafft doch wieder Vertrauen. Ich schätze mal, da spricht auch wieder einer dieser Kerne mit mir. Wenn er schon mal keine Beine hat. Mhm. Alles ist still. Look at this. I just looked at the documentation for these big monitors. Let me show you myself. Sweet, isn't it? Now you can look at me. So it's not as creepy knowing you're being watched, cause you can watch me too. How cool is that? Oh, the door. Let me get that for you. Nigel ist also auch ein Kern. Wer hätt's gedacht? Ich zum Beispiel. Haha. And the song. Good luck. Da ist wieder so eine komische Energieverbindung. Besteht die jetzt hier auch zwischen diesen Linien? Kann sein, dass das, also ich habe es bisher noch nirgendwo anders gesehen, dass das so eine, ja, so eine räumliche Verbindung ist, wenn man sie eben sonst nicht hat, ne? Also diese Linie könnte ja nirgendwo anders irgendwie lang gehen.
denke mal, so ist das gemeint. Oh, die geht hier einmal komplett durch. Wo will ich denn hin? Ich will... von hier oben hochspringen. Und da unten nochmal springen. Und da bin ich da drüben. So. Hier kann ich eh nichts hinmachen. Da wird es wohl ein normaler Sprung tun müssen. Okay. Was machen wir jetzt hier? Wir haben auf der einen Seite den Würfel, der das hier aktiviert. Aha, der Würfel muss also liegen bleiben, damit der Ausgang offen ist. Aber der Würfel stört auch den Laser, der hier treffen würde. Und das ist ja halt diese ganze Verbindung. Und dann wahrscheinlich da oben der Strahl zum Ausgang. Das heißt, wir legen mal den Würfel etwas vorsichtiger hier an den Rand. So, und haben immer noch keinen Strahl. Na gut. Müssen wir mal schauen, was da noch zu tun ist. Jetzt ist allerdings die Frage, komme ich hier wieder gescheit weg? Also von hier geht es ja schon nicht mehr. Aber woanders komme ich hier auch nicht hoch. Ich versuche mal den Rückweg. Ich hoffe, es klappt. Wow. Ja. Okay. Ich wollte gerade sagen, hier kann ich vielleicht runtergleiten, aber das wäre keine gute Idee gewesen. Da ist nichts zum Gleiten. So. Nein, 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 nein. So, ich komme hoffentlich von hier unten hoch. Muss klappen. Jawohl. Okay, was ist denn da oben nur das Problem? Da muss noch irgendwo... kann ich da rüber? Die Plattform war ja vorher auch nicht da. Allerdings sieht das doch sehr knapp aus jetzt. Ja, nicht mehr springen. Das ist immer noch Tutorial. Ja, ich weiß nicht, also das... lässt mich jetzt Böses ahnen, wenn ich das probiere. Aber, was hat man für eine Wahl? Okay, klappt gerade so. Wenn ich jetzt von hier oben höher springe, sollte ich... noch nicht hier. Sollte... Na, komm. Ich habe mich doch geduckt. So. Sollte ich doch hoffentlich darüber kommen. Gefällt mir nicht, dass das hier alles so knapp ist. Ah. Puh. Ja, dann machen wir es halt nochmal. Das hier ist auch noch nicht besser geworden. Das reicht nicht mit einem Sprung. So. Also so spät wie möglich springen und bei dem hier werde ich es genauso machen. So spät wie möglich. Ja, das war zu spät. Ganz schön fies. Also halb spät springen. Ach, komm. Da habe ich hier gerade einen Denkfehler. Sonst ist doch hier wohl nichts. Ach, da muss auch noch was auf den Knopf. Na super. Das wäre... Ach komm, wie oft soll ich das jetzt hier probieren? Hab halt jetzt Angst, dass ich zu früh schon springe. Okay. Ich fürchte, es geht so nicht. Das ist jetzt gerade meine erste Herausforderung. Also darüber ist ja wohl irgendwie logisch. Oder nicht? Also nehmen wir doch mal den Würfel ganz runter. Was passiert dann? Das ist trotzdem ausgefahren. Achso, das war ja der Ausgang.
Also er muss hier liegen bleiben, da gibt's doch gar keine Kompromisse. Jetzt habe ich noch einen blöden Gedanken gerade. Ich habe den Sprung von hier oben nicht gemacht. Das sind ja auch nochmal... Na, lass mich nicht lügen. 20 Zentimeter, ja? Also, wenn die jetzt den Unterschied machen, dann finde ich das ganz schön hinterhältig. Okay. Hopp. Ah, da reicht der Schwung ja gar nicht. Oh. Das ist ja alles furchtbar. Nochmal. Also, jetzt springe ich von der letzten Kante hier. Nee. Vielleicht auch nicht so gut. Nicht, dass ich dann komplett rüberspringe. Kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Okay, kann ich noch von irgendeiner Wand abspringen oder so? Komm schon! Warum? Irgendein Denken fehlt mir hier noch, habe ich das Gefühl. Habe ich vielleicht mehr Schwung, wenn ich in die Richtung springe? Oh! Okay. Muss man tatsächlich erstmal drauf kommen. So, jetzt aktiviere ich hier den Strahl, den ich nicht nutzen kann, weil ich ja draufstehen muss. Könnte man jetzt auch nochmal ganz guten Würfel gebrauchen. Auch die Frage, was kommt da? Stuff Flow? Das sieht nicht original aus. Überlege gerade, was passiert, wenn ich den Würfel da weghaue, wo der neu kommt. Hilft mir zwar nicht. Okay, jetzt habe ich den. Jetzt habe ich diese Plattform hier nicht mehr. Der Würfel ist zwar wieder da, wo er den Ausgang aufmacht, aber. Ich kriege ihn ja nicht hier hin. Wo er dann. Es überfordert mich. Ich brauche doch zwei Würfel. Da liegt eigentlich nichts Brauchbares, es sei denn, ich kann was anderes mitnehmen, womit ich einen Knopf beschweren kann. Ich probiere mal rüber zu kommen. Ich hoffe, es klappt. Klappt das so schon? Also ich kann hier nichts aufheben. Ich habe gespült, wie man gehört hat. Aber mehr ist es hier nicht. Schade. Glaub nicht, dass es hier noch irgendwo weitergeht. Ja, ja. Ich springe ja schon nicht mehr. So.
Okay, ich sehe gerade schon, wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Ich mache mal an dieser Stelle Pause, ist ja sonst vielleicht auch nicht mehr zu ertragen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also bis später, bis gleich, bis irgendwann. Tschüss.